Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein paar Rezepte für euch zusammengestellt. Heute möchte ich euch drei winterliche, wärmende und cozy Rezepte vorstellen. Deswegen freue ich mich, euch beim Kochen mitzunehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. In Köln ist es momentan super kalt. Es sind gerade mal 0 Grad draußen und deswegen hatte ich Lust auf was wirklich Wärmendes, Deftiges, Herzhaftes zum Mittag. Und da habe ich bei Lidl gesehen, dass es immer noch von der Weihnachtszeit diese getrockneten Steinpilze gibt. Und dann habe ich gedacht, wäre es nice, mal ein Pilzgulasch zu machen. Die hier braucht ihr dafür auch nicht mal mehr unbedingt. Es reicht auch, wenn ihr einfach nur Champignons benutzt. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt. Ich habe hier eine Schüssel mit warmem Wasser und da gebe ich jetzt erstmal die Steinpilze hinein. Weil das Ganze muss eine halbe Stunde bis 40 Minuten einweichen und dann können wir die gleich benutzen. Im Anschluss habe ich das ganze Gemüse geschnitten. Das sind 2 kleine rote Zwiebeln, die ich geschält und in Streifen geschnitten habe. In das Gulasch kommt außerdem eine ganze Stange Lauch, die in dünne Ringe geschnitten wird, und noch 2 Stangen Staudensellerie, die ebenfalls in dünne Stücke geschnitten werden. Meine Champignons waren sehr klein, daher habe ich sie einfach halbiert und teilweise sogar einfach ganz gelassen. Größere solltet ihr jedoch in Scheiben schneiden. So, das ist alles, was geschnitten werden muss. Das sind Champignons, Stangensellerie, Lauch und Zwiebel. Und wer keine Knoblauchpresse hat, kann jetzt auch noch die Knoblauch eben klein hacken. Neben den Pilzen wollte ich auch noch ein bisschen Protein mit da drin haben und deswegen gibt es bei mir noch diese Sojaschnitzel. Das Ganze ist aber optional. Ich finde, die schmecken mal ganz lecker. Ich mag auch die Textur davon und die bereiten wir jetzt auch noch vor. Von den Sojaschnitzeln habe ich 80 Gramm genommen und diese mit reichlich Gemüsebrühe übergossen. Dann kann das Ganze auch schon angebraten werden. Dafür habe ich etwas Kokosöl in einer großen Pfanne erhitzt und die Zwiebeln kurz angebraten. Da habe ich dann den Lauch noch dazu gegeben und gemeinsam mit den Zwiebeln noch 3-4 Minuten angebraten. Dann werden 2 Knoblauchzehen dazu gepresst. Sobald alles etwas weich geworden ist, kommen noch 2 großzügige Esslöffel Tomatenmark dazu. Ich habe dafür in der Pfanne etwas Platz gemacht, damit das Tomatenmark ein bisschen anrösten kann. Durch das Anrösten verringert sich nämlich der Säuregehalt im Tomatenmark und das Mark karamellisiert auch leicht und dadurch wird das Ganze insgesamt etwas geschmacksintensiver. Danach habe ich den Sellerie, die Champignons und die Steinpilze dazu gegeben. Das Wasser von den Steinpilzen habe ich auch für später noch verwahrt und noch nicht weggekippt. An dieser Stelle können die Sojaschnitzel dann auch dazugegeben werden. Die beeinflussen übrigens den Geschmack gar nicht, sondern geben eher nur etwas Textur und natürlich auch Eiweiß in das Gericht. Das heißt, ihr könnt die auch ganz einfach weglassen, wenn ihr die nicht da habt oder wenn euch die nicht schmecken. Ja, hier genieße ich dann etwas Traubensaft in einem Weinglas, weil, ja, why not? Nach 5 bis 10 Minuten anbraten wird das Gulasch gewürzt. Ich habe dafür 2 Teelöffel Oregano, 2 Teelöffel Paprikapulver und eine Prise Cayennepfeffer dazugegeben und alles gut vermengt. Dazu kam dann etwas Traubensaft. Hier ginge natürlich auch Rotwein und noch reichlich Sojasauce. Es sind, ja, schätzen mal 4 bis 5 Esslöffel. Hier habe ich dann auch das Wasser von den Pilzen dazu gegeben. Wer keine getrockneten Pilze verwendet, gibt hier einfach etwas Wasser mit Gemüsebrühe dazu, bis das Gemüse ungefähr halb bedeckt ist. Seid jedoch mit der Brühe hier ein bisschen vorsichtig, weil das Ganze ja schon relativ salzig ist durch die Sojasauce und gebt dann lieber nach und nach etwas Gemüsebrühe dazu. Jetzt können wir auch schon mal probieren, ob noch Saft, Sojasauce oder Brühe fehlt. Wenn aber alles passt und euch es schon gut schmeckt, gebt dann noch 2 bis 3 Esslöffel Mandelmus dazu, vorzugsweise braunes. Meins war auch leer, deswegen gab es bei mir die Reste vom Braun und noch was helles Mandelmus, ist aber auch nicht so wichtig.
Das gibt dem Ganzen dann noch etwas Geschmack und sorgt dafür, dass alles etwas eindickt. Außerdem kommen noch 2 Lorbeerblätter und 2 Teelöffel Thymian dazu. Das Gulasch ist so gut wie fertig. Ich lasse das jetzt noch circa 10 Minuten einköcheln auf relativ niedriger Hitze, sodass es nur noch so ein bisschen blubbert. Und dann wird es nochmal abgeschmeckt. Jetzt koche ich mir noch meine Beilage dazu und dann lasse ich mir das gleich schmecken. So, ich habe das jetzt noch ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Noch besser wäre es gewesen mit einem Deckel oben drauf. Ich schmecke das jetzt noch mit Pfeffer ab. Und mir persönlich fehlt da auch noch ein bisschen Säure. Deswegen kommt da jetzt noch ein ganz kleiner Schuss Apfelessig rein. Und fertig ist auch schon das Pilzgulasch. Ich finde, das klingt immer nach einem super aufwendigen Gericht. Dabei muss ich sagen, geht es ziemlich einfach, noch relativ schnell. So sieht das Gulasch jetzt aus. Richtig lecker. Da wir momentan ein paar Sprossen angesetzt haben, gab es die bei mir auch noch obendrauf. Es war so lecker. Ich bin gerade in einem richtigen Food-Koma. Ich habe viel zu viel davon gegessen, aber es war einfach so, so lecker und hat richtig, richtig gut geschmeckt. Irgendwie hat es mich voll an so Geschnetzeltes oder Gulasch von meiner Mutter erinnert und es war sehr, sehr lecker. Ich bin auch mega happy, dass ich davon jetzt noch so viel übrig habe. Meine Mutter sagt mir übrigens immer, dass man Pilze eigentlich nicht nochmal aufwärmen soll, aber ich habe mich jetzt extra nochmal schlau gemacht, wenn man das Essen schnell abkühlt und dann in den Kühlschrank stellt, kann man es morgen auf jeden Fall nochmal aufwärmen. Und alles, was man später essen will, kann man einfach einfrieren und dann auftauen. Und dann ist es wirklich gar kein Problem. Deswegen habe ich das Essen jetzt auch gerade einfach auf den Balkon gestellt. Es ist 0 Grad draußen, das heißt, es wird jetzt super schnell abkühlen. Im nächsten Rezept dreht sich alles um rote Beete. Ein Wintergemüse schlechthin, würde ich sagen. Wir machen nämlich eine leckere Pasta mit rote Beete-Soße. Ich habe jetzt auch einfach vorgekochte genommen, einfach aus Bequemlichkeit, weil das nächste Rezept soll wirklich wenige Zutaten haben, schnell zu machen sein und dabei nehme ich euch jetzt mit. Für die rote Beete-Pasta werden zunächst Mandeln und Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl angerüstet, bis die Sonnenblumenkerne irgendwann leicht braun werden. Außerdem werden 2 vorgekochte rote Beeten grob gewürfelt. Wir pürieren das Ganze nämlich zu einer Soße und durch das grobe Würfeln ist es für meinen Pürierstab einfach einfacher. Wenn ihr einen leistungsstarken habt, könnt ihr es auch ohne probieren. Außerdem wird noch frische Petersilie grob gehackt, eine kleine rote Zwiebel fein gewürfelt und eine Knoblauchzehe geschält und gegebenenfalls fein gehackt. Die rote Beete wird dann mit der Petersilie, 1 Teelöffel Salz, Olivenöl und den gerösteten Nüssen püriert. Das ist jetzt die fertige Paste. Ohne Witz. Das als Pesto wäre jetzt an dem Punkt auch eine Option. Oder als Brotaufstrich. Vielleicht noch ein bisschen Pfeffer. Perfekt. Ich habe jetzt 2 Vorschläge, wie wir in das ganze Gericht auch ein bisschen mehr Protein bekommen. Die erste Möglichkeit ist, dass wir einfach proteinhaltige Nudeln verwenden, zum Beispiel Linsennudeln. Die zweite Möglichkeit ist, wir kochen ganz normale Nudeln. Ich habe jetzt hier Dinkel-Vollkornnudeln und geben in das Gericht noch ein paar Bohnen. Ich nehme da diese hier. Oder ihr lasst es ganz weg, so wie ihr es gerne mögt. No, oh Mann. Ich hoffe, wir haben Dosenöffner. In einer Pfanne habe ich dann etwas Öl erhitzt und dort die Zwiebeln und den Knoblauch einige Minuten lang angebraten. Dazu kommt dann die rote Beete-Paste, nenne ich es jetzt mal, und optional dann noch die weißen Bohnen. Für die Cremigkeit kommt dann noch etwas Kokosmilch und Wasser dazu. Denk auch dran, in der Zwischenzeit schon mal die Nudeln zu kochen. Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten köcheln wird das Gericht dann mit Salz, Pfeffer und Zitrone abgeschmeckt. Zum Schluss werden dann nur noch die Nudeln untergehoben. Thank you.
Pasta Bowls ready. Man erkennt gar nicht, dass da Pasta drin ist, weil es so eine dicke Soße ist. Und eigentlich mag ich das gar nicht so gerne, wenn Soßen so dick sind, aber hier ist es richtig gut. Das ist richtig Comfort Food und es sieht gar nicht nach so viel aus, aber es ist halt relativ mächtig. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Lasst auf keinen Fall die Zitrone am Ende weg, also die ist nicht optional. Die rundet das Gericht wirklich perfekt ab, weil die Säure fehlt da sonst auf jeden Fall. Für das Spinatcurry habe ich zunächst 2 rote Zwiebeln gewürfelt. Außerdem werden noch 2 Knoblauchzehen geschält und fein gehackt, solltest du keine Knoblauchpresse haben. In das Curry kommt außerdem ein Block Tofu, den ich dann gewürfelt habe. Die Tofu-Würfel werden dann mit Currypulver, optional noch etwas Cayennepfeffer und Hefeflocken mariniert. Dann habe ich in einen kleinen Topf 400 Gramm tiefgefrorenen Spinat gegeben. Dieser wird mit 200 Milliliter Wasser und Gemüsebrühe geköchelt, bis der Spinat vollständig aufgetaut ist. Der Spinat wird dann püriert. Wer frischen Spinat nutzt, kann das Einkochen hier überspringen und püriert an der Stelle einfach den frischen Spinat mit ca. 100 bis 150 Milliliter kochender Gemüsebrühe. In einer Pfanne wird dann etwas Öl erhitzt. Zum Braten benutze ich immer sehr gerne Kokosöl. Dort werden dann die Zwiebeln, der Knoblauch und ein Teelöffel Currypaste angebraten. Ich habe grüne Currypaste genommen, rote und gelbe passen aber auf jeden Fall auch sehr gut dazu. Jetzt kommt noch der Spinat mit in die Pfanne. Dazu kommt dann noch ein Esslöffel Sojasauce. Je nachdem, wie salzig eure Gemüsebrühe ist, auch gerne noch etwas mehr. Damit das Ganze cremig wird, kommt noch Kokosmilch dazu. Ich nehme hier übrigens immer die Vollfett-Variante. Selbst wenn ihr Light bevorzugt, nehmt lieber Vollfett und mischt das mit was Wasser. In der Light-Dose ist auch einfach nur Kokosmilch mit Wasser gemischt, also es macht keinen Unterschied. Die Reste von der Kokosmilch friere ich mir übrigens einfach immer ein. Das geht auch gut zum Beispiel in einer Eiswürfelform. Das Curry dann köcheln lassen, bis sich alles gut miteinander verbindet. In der Zwischenzeit wird der marinierte Tofu in einer separaten Pfanne angebraten und denkt auch dran, hier noch eine Beilage nach Wahl zuzubereiten, zum Beispiel Reis. Und fertig ist auch schon das Spinatcurry. Ich habe das Ganze mit Basmati-Reis serviert, was meiner Meinung nach eine mega Kombination war. Gerade nicht drauf klar, wie lecker das ist. Also ohne Witz, ich übertreibe gerade echt nicht. Es ist so gut geworden. Durch die Kokosmilch ist es auch gar nicht mehr so extrem scharf. Wobei ich auch gut scharf essen kann. Wenn nicht so gern scharf ist, kann ja weniger Chili-Paste benutzen. Ich werde es noch so oft kochen, dieses Gericht. Vor allen Dingen als Meal Prep einfach die Soße machen. Passt auch, glaube ich, gut zu Kartoffeln. Wow, so lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und schreibt mir auch unbedingt mal in die Kommentare, welches der 3 Rezepte euch am besten gefallen hat. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!